Ja, Leute, hier bin ich wieder, der Snake, und das ist Teil 5 der Reihe Minecraft 1.17. Wir werden mal gucken, was wir heute geschafft kriegen. Okay. Man könnte hier ganz gut leben, ja. Sicher. Der Zombie brennt. Weg da! Mann! Ey, wo war ich eben? Hier war ich nicht. Boah, ich habe jetzt so wirklich keine Orientierung. Sieht alles so gleich aus. Mann, was ist los? Jetzt sag nicht, was nicht angebunden ist. Oh. Ah, nee. Na, hier war ich noch nicht, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht. Nur eine Spinne. Ich glaube, ich spinne. Leute. Dabei wollte ich jetzt einfach nur wissen, wo diese Kiste ist. Ach, guck mal hier. Okay, das war es aber auch nicht, ne? Zuckerrohr. Das brauche ich für Bücher. Schon mal gut. Sand brauche ich für alles Mögliche. Ja. Wo ist denn jetzt das Dorf? Aber wo komme ich jetzt her? Wo komme ich her? Ja, ich weiß, was ich daraus craften kann. Aus dem Zuckerrohr, ich weiß das. Habe ich mich jetzt so verirrt, dass ich gar nicht mehr weiter weiß? Das gibt's nicht. Kam ich jetzt von da? Eine Angel wäre auch ganz gut hier bei den Fischen. Ja. Kam ich von da? Kam ich von da? Ich sehe nirgendwo, dass ich irgendwas verändert hätte in der Landschaft. Ich muss mir irgendwie was bauen. Keine Ahnung. Mit Bruchstein, irgendwas. Und Bruchstein und eine Fackel dran. So dass ich sehe. Da geht's lang. Zu meinem Hauptlager. Ja, ich weiß. Der Plan ist ganz gut. Nur, man muss ihn umsetzen. Ach. Boah, Leute. Das hätte auch schief gehen. Das wäre beinahe schief gelaufen. Aber sowas von. Fische. Juhu. Angeln, also bitte. Mach ich mit dem Schwert. Fische angeln, also echt. Oh. Ja, vielleicht ist es doch besser, die zu angeln. Ah. Oh. Habe ich jetzt überhaupt Fische jetzt im Inf? Einen, ja toll, einen habe ich. Super. Nicht gerade viel. Ah, hier ist noch was, okay. Okay. Gut. Jetzt habe ich zwei. Ja. Könnte besser sein, könnte auch schlechter sein. Oh, Leute. Ich gehe jetzt mal hier am Rand entlang. Boah, ich bin sowas von tot, wenn ich da runterfalle. Ach, Leute, ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Ihr startet in Minecraft irgendwo, dann geht ihr drauf los, irgendwo hin in eine ganz andere Richtung. Und dann sucht ihr den Startpunkt, weil ihr noch irgendwas vergessen habt. Und findet ihn ums Verrecken nicht. Ihr findet ihn, den Punkt, ihr findet ihn einfach nicht. Da sind zwar Fackeln, die da gesetzt wurden um diese eine Kiste. Und ihr habt euch gedacht, ja, ich nehme nicht alles aus der Kiste raus. Da ist es! Alles klar.
Alles klar. So. Okidoki. So, folgender Plan. Ich nehme jetzt die ganzen Sachen mit. Es gibt nämlich nur eine Kiste. Mehr nicht. Es wird auch nicht mehr geben. Und ja, genau. Fichtenholz. Dies, das, Ananas. Okay. Jetzt könnte ich ja hier mit Dirt oder so was bauen. Vielleicht mache ich das. Ich mache das jetzt konkret. So. Dann kann ich sehen, dass ich hier schon mal war. Dass ich hier lang gegangen bin. Oder so. Jetzt habe ich aber kein. Jetzt habe ich aber nichts mehr übrig. Das ist doch hier das Dorf, oder? Jetzt einfach nur ganz schräg hier gegenüber. So bin ich gegangen, anfangs. Einfach schräg geradeaus. Und zip, zap, zup, da war es. Das Dorf. Ja, genau so war's. Genau so. Da. Ja. Das habe ich zuerst gesehen. Das habe ich vom Dorf zuerst gesehen. Hab mir gedacht, hä, wieso sind da keine Türen? Jetzt habe ich einen gebratenen Kabeljau. Sehr schön. Schmeckt doch viel besser. Ist hier irgendwas? Nein. Ist hier irgendwas? Nein. Ah, okay. So kann man das jetzt irgendwie, die Säge, kann man die mitnehmen? Das sieht nicht so aus, ne? Okay. Okay. Oh, ja moin. Ja moin. Ich räume das hier mal alles aus, was man hier ausräubern kann. Huch. Oh, hier ist ja Schnee. Warum? Wie komme ich jetzt wieder hoch? Vielleicht komme ich hier gar nicht so ohne weiteres hoch. Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Ich grabe mich hier drunter. Ist jetzt egal. Muss auch nicht schön aussehen. Ich will das Dorf jetzt hier nicht irgendwie zur Festung ausbauen. Ja, mit Behutsamkeit, glaube ich, könnte ich das hier. Behutsamkeit, ja. Kann man den Ofen irgendwie hier. Ja, kann man. Okay. Nice. Ist irgendwas hinter dem Eis verborgen? Nö. Sieht nicht so aus. Okay. Ja. Und da sind wir wieder im Dorf. Laternen, sehr schön. Ah, hier kann ich doch. Ich muss erstmal was essen. Ich mache traditionell immer das Essen ganz hier rechts in die Reihe. Andere machen es anders. Ich mache das jetzt halt so. Und die Fackeln mache ich hier. Dritte von rechts. Und ja.
Jeder hat da so seinen Stil. Jeder macht das so, wie er meint. Ist ja völlig okay. Hauptsache, man findet die Sachen wieder. Darauf kommt es ja an, dass man das im Notfall alles direkt findet, was man so braucht. Und dann ist ja alles klar. So, jetzt wird es wieder dunkel. Jetzt bringe ich mal eben kurz die Sachen weg. Brauche ich noch eine Truhe? Ernsthaft? Warum sehen die Truhen jetzt so komisch aus? Jetzt sag nicht, das Eis schmilzt jetzt, wenn ich hier eine Fackel setze. Jetzt sag nicht, das schmilzt. Also realistisch wäre es ja schon, aber nicht sehr praktisch. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus bis jetzt. Ah ja. Weiß nicht. Mal gucken. Das. Tue ich mal alles rein. Was ich jetzt nicht sofort brauche. Leder brauche ich jetzt auch direkt nicht. Ich brauche jetzt irgendwie Vorräte. Komm, erstmal schlafen. Boah, Leute. Ja, manche machen das jetzt so, die gehen durch die Gegend, nehmen das Nötigste mit. Die machen das gar nicht so wie ich, ne? Wir nehmen das Bett, bauen das ab und laufen damit durch die Gegend und erkunden alles. Und wenn es irgendwas gibt, dann schlafen die dort, irgendwo in der freien Wildbahn, sage ich jetzt mal. Ich meine, man kann das so machen, aber das ist jetzt nicht so mein Stil. Ich bin ja sehr vorsichtig. Und ich habe jetzt hier auch schon was. Hier seht ihr es ja. Hier runter. Da habe ich schon was entdeckt. Da wollte ich es eigentlich weitermachen. Das Problem ist nur, ich brauche ein bisschen was zu mampfen. Auf dem Weg dahin. Oh, nee. Keine Vorräte, blöd. Also, folgendes. Dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich eine Angel irgendwie mehr crafte und einen Bogen. Denn wenn ich schon Pfeile habe, dann ist ja ein Bogen schon sinnvoll. Nee. Alles klar, aber jetzt. Craften. Ja, was brauche ich dazu? Das. Das. Und das. So, jetzt die Frage, wie geht die Angel? Wie geht nochmal die Angel? Oh nein. Ne, so geht's denn nicht. So geht's ja. Ah, okay. Ja, ist auch schon, das ist schon irgendwie logisch. Es ist schon logisch, ne? So. Okay, die Fäden kommen wieder da rein, die Stöcke auch. Brauchen wir auf jeden Fall nochmal später. Kupferbarren, ist irgendwas Essbares hier? Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Fichtensetzling, kann man was draus machen, aber nichts Essbares, egal. Fichtensetzling, ja gut. Mal gucken. Hier könnte ein Baum stehen. Eigentlich doch. So, ja. Ja, also Holz ist ja schon wichtig, ne? So, mal gucken, was wir mit. Ja, ohne Pfeile natürlich herzlich wenig. Aber die Angel, die geht ja jetzt so. Und hier sind ja auch Fische. Und die, was machen die Schweine? Haben die sich vermehrt? Nee, haben die nicht. Na, ihr wollt euch mal vermehren? Nee. Ach, ich muss einfach nur. Ja, moin. Also Fische gibt es genug. Hä?
Kommt da mal einer? Da ist er. Ja. Okay. Ach, das war... Okay. Na. Okay, es gibt verschiedene Fische. Sehr schön. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen meditativ, ne? Was? Moment. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, wenn ich ihn reparieren könnte, den Bogen, dann kann man ihn reparieren. An einem Amboss. Ich muss erstmal einen Amboss bauen. Okay. Okay. Herausforderung angenommen. Nicht schlecht. Ich hatte nicht gedacht, dass ich jetzt hier einen Bogen angle. Aber okay. Ja. Ist okay. Klar. Sicher. Warum nicht? Fünf Fische. Ja. Nee, warte mal. Sieben. Sieben Fische. Ja. Okay, ich werde euch jetzt nicht zu sehr langweilen. So, jetzt reicht's. Ah, okay, wo bin ich denn jetzt? Also, hier ist... Nee, ist nicht. Ah, wo ist er denn? Wo ist er denn? Nee, da kann man nur schlafen. Das ist das Lager, die Basis. Das ist hier. Hier kann ich den Fisch braten. Super. Dann mache ich das auch. Weil der Bogen könnte mir schon sehr nützlich sein. Stärke 3. Reparatur. Okay. Ja, ich weiß. Verbrennung wäre noch ganz nice. Rückstoß. Dies, das. Aber für den Anfang werde ich jetzt erstmal einen besseren Bogen nicht bekommen. Sollte mich jedenfalls wundern. So, jetzt gucke ich mal, dass ich... ich könnte jetzt theoretisch jetzt auch schon Eisen picken irgendwie. Ja, die werde ich ja auch für Diamanten brauchen. Eine Eisenpicke. Ich denke schon an Diamanten. Oh Mann. Ja, aber ist echt so. Ja, so ist das. So ist das halt. So ist das. Bin ich völlig größenwahnsinnig, oder? Nee, eigentlich nicht. Das ist der nächste Schritt. Netherportal? Nein. Ach was. Nein, ein Netherportal brauche ich noch nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich jetzt erstmal auch noch nicht. Den Bogen, ja, aber nur wenn ich Pfeile habe, habe ich das, das. Ja, die Angel brauche ich in der, im Dungeon. Ja, ist ja kein Dungeon in dem Sinne, aber naja. Brauche ich da nicht. Ja, den könnte ich auch gebrauchen. Richtig, 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 richtig. Nein, 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 ich wollte mich gar nicht hinlegen. Ah, nein. Ja, Leute, das war der fünfte Teil dieser Reihe. Es gibt natürlich noch einen sechsten Teil, also bleibt dann bis zum nächsten Mal.